Erzählen Sie doch mal bitte, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben und wie es zur Hochzeit kam. Also, nach dem Pflichtjahr durfte ich dann zum ersten Mal in Beruf. Da bin ich erstmal in eine Brauerei gekommen. Aber bei uns zu Hause hatte es nie Alkohol gegeben und ausgerechnet ging ich in die Brauerei. Und es war schrecklich. Nach so vielen Schuljahren und Pflichtjahr kriegte ich 40 Mark Monatsgehalt. In dieser Brauerei gab es noch keine Rechenmaschinen und jeden Morgen wurden mir von allen Buchhaltern die Aufschreibungen, ich war die Rechenmaschine. Aber ich habe rechnen gelernt. Und ich musste als Letzte bleiben, bis die besoffenen Bierkutscher nach Hause kamen zur Abrechnung. Mit denen musste ich abends abrechnen. Und da stand eine Annonce in der Zeitung, dass die Bahn weibliche Arbeitskräfte sucht. Komischerweise bewarben sich nur 4 bei der Güterabfertigung, 3 aus meiner Klasse von der höheren Handelsschule. Also wir kamen 4 Freundinnen da zusammen. Und jeder kriegte natürlich gleich einen leitenden Posten. Ich kriegte die Güter- und Wagenbestellung und Avisierung. Und es waren ja jetzt nur noch die alten Pensionäre eingezogen. Ja, wann war das? In welchem Jahr haben Sie den? Da waren wir, kam ich aus dem Krieg, 38, 39, im ersten Kriegsjahr. Und da hatten sie die Männer alle eingezogen und die alten Pensionäre alle gehört. Taubstumm und weiß der Himmel, also Taube, nicht Taubstumm, Taube. Und mittags um 12 war für die Feierabend, nicht? Dann huckten die so da. Ich weiß, einem habe ich mal ein Schild auf den Tisch gestellt. Weniger arbeiten und nicht verzweifeln. Das hat er dem Chef gebracht, wurde ich raufgerufen. Weil wir wirklich wahnsinnig schuften mussten. Aber es war ja immer noch besser, es stand mir ja frei, dahin zu gehen. Oder ich wäre sonst zur Munitionsfabrik eingezogen. Bei der Brauerei wäre ich nicht mehr wichtig gewesen. Na, da war natürlich Bahn besser. Und dann plötzlich kamen von der Front junge Männer und einer davon mein Mann. Da sagte ihm ein Kollege, ein Kamerad, ein Älterer, sagt, was willst du eigentlich nach dem Krieg? So, das weiß ich noch nicht, ich habe gerade erst das Abitur gemacht. Sagt, Mensch, bewirb dich doch bei der Bahn, die Bahn sucht Kräfte und dann kann man sogar von der Front zurückkommen. Also mein Mann schrieb an die Reichsbahndirektion in Königsberg, und kriegte tatsächlich die Einberufung nach Tilsit zur Ausbildung bei der Bahn. Und da kriegte ich ihn als Ausbilder. Na, ich habe ihn ausgebildet. Ne? Und da kamen immer mehr bloß diese jungen Leute. Und naja, und da haben wir uns auf diese Art kennengelernt, obwohl ich zu meinen Kollegen immer sagte, wie die ersten kamen, die waren natürlich wild auf diese jungen Männer, sage ich, ich schenke sie euch alle hin. Nie im Leben heirate ich einen Eisenbahner, weil die alle so furchtbar soffen. Die alten Männer, eben, die waren ja nachmittags immer betrunken, nicht? Da wurde gesoffen bei der Bahn, das war ja furchtbar. Da sage ich, niemals heirate ich einen Eisenbahner. Man soll niemals sagen, nicht? Ich habe jedenfalls den Eisenbahner geheiratet.